Und dementsprechend ist es dann natürlich auch schon ein, das erste internationale Auftreten, was wir jetzt hier haben. International in der Youngster Tour. Und Sie haben vorhin schon Sophie Heners gesehen. Sophie gemeinsam mit CC United. Dürfen wir da im Nachgang nochmal drauf eingehen? Boah, machen wir nicht. Ich glaube, wir haben sie noch 2 Tage und deshalb werden wir das dann genau. Wir schauen lieber auf diesen hochinteressanten Fuchs. La Loma. Schon so ein bisschen eine klassische Fuchsstute mit einem ganz, ganz interessanten Pedigree. La Loma, gezogen über Hermantico und Tigo. Tigo ist uns wahrscheinlich ein bisschen mehr ein Begriff. Hermantico vielleicht nicht unbedingt einem jeden. Und Michael van der Vleuten, der im Sattel sitzt. Hermantico im Übrigen ist ein Comilfo-Sohn, westfälischer Comilfo-Sohn. Comilfo mal Kolberg GTI. Das mag ich so gerne, weil es einfach auch mutterlicher Seite das Numero Uno-Blut nochmal hat. Tigo, ich hab's gesagt, den Numero Uno-Sohn, den kennen wir alle. In diesem Falle geht es bei La Loma hier dann eben auch weiter über Legende. Kidam de Rebell, im letzten Jahr saß noch Tony Löwen im Sattel, der war damals schon erfolgreich, jetzt seit diesem Jahr eben mit Michael van der Vleuten. Auch wenn das Turnier noch nicht begonnen hat,